So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator 2. Und ich würde sagen, wir machen uns einmal hier an eine Sache, die wir letzten Part ja schon ein bisschen angefangen haben. Ich habe hier zumindest ein bisschen Cleanup in diesem Case ja noch letzten Part gemacht. Und ich würde eigentlich ganz gerne hier draus ein relativ cooles System machen, was wir nochmal wieder verkaufen können. Nur eben nicht mit einer 1660 drin, sondern schon mit etwas, was ein bisschen mehr Power hat, wenn uns das Game zumindest lässt. Wir hätten hier noch eine 4060 Ti theoretisch. Wir hätten auch noch ein paar 3070er. Haben wir denn irgendwas, was wir Wasser kühlen könnten? Das, ja, okay, nur alten Stuff, 1080er oder insgesamt 10er Series Stuff. 1080 Ti wäre schon pretty strong vergleichsweise noch, aber ja, ich glaube, gehen wir eher. Wow, die 4060 Ti sieht in diesem Case ja vergleichsweise klein aus. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich schon ganz schick und passt auch hier in das Theme so ein bisschen rein. Nur die Kabel, die finde ich nicht so optimal. Da können wir auch auf jeden Fall was Besseres machen. Ich glaube, das hatten wir, bei dem Rest hatten wir einfach die schwarz ummantelten Kabel. Die sehen zumindest ein bisschen besser aus. Ich glaube, die hier. Bin das nur ich oder sind die? Ja, die sind nicht auf der gleichen Höhe. Das stört mich gerade irgendwie, dass die Kabel so gebogen sind, so auf so einer Welle nach unten. Naja, müssen wir halt mit leben irgendwie. Wir können das Ding sonst aber auch noch Wasser kühlen. Theoretisch hätte ich auch komplett Custom-Wasserkühlung machen können, aber. Huch, sehe ich das gerade richtig? Ja, das glitscht oben natürlich drin. Ach ja. Good old PC Building Simulator Stuff. Aber vielleicht machen wir tatsächlich hier ein anderes Reservoir rein. Ich würde nämlich mal schauen. Das sieht nämlich auch ein bisschen blöd aus, weil wir das halt nicht ganz sehen. Bauen wir stattdessen das noch viel größere ein, was, okay, gar nicht reinpasst. Aber wir könnten es hier hinbauen. Okay, das fände ich wiederum ziemlich nice. Das ist ein actual improvement. Gut, da wäre ich auch eigentlich ganz happy damit, das insgesamt dann zu bauen. Ja, ich könnte natürlich die weißen Tubes nehmen, aber ich glaube, letztes Mal, als wir die weißen Tubes genommen haben, haben wir damit ehrlich gesagt nicht so die geilsten Erfahrungen gemacht. Das sah alles einfach halt so ein bisschen komisch aus. Ich würde hier gerne mal die silbernen Fittings nehmen. Ich glaube, die wirken nicht zu sehr off. Aber nee, die passen eigentlich relativ gut hier zum Rest. So, jetzt müssen wir nur irgendwie hinkriegen, dass wir das hier irgendwie relativ schick darunter bringen. Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, okay. War ein bisschen näher da dran, als mir lieb ist, aber besser so als gar nicht. Das passt eigentlich auch. Gerade scheint das ja zu sein. Jetzt muss noch ein. Nee, muss nicht nach oben. Hat irgendwie so gewirkt. Gut, dann können wir das hier hinten verbinden, obwohl vielleicht mit dem hier. Ein bisschen über Kreuz. Einmal das so nach vorne und dann hier nach drüben. Hier geht zwar ein ganz klein wenig nach unten, aber ich glaube, das stört jetzt nicht so. Wir können natürlich auch gucken, vielleicht stört das ja auch nicht. Ja, ich glaube, ich finde sogar. Es ist nicht optimal, aber ich glaube, ich finde es okay. So, gehen wir mal darüber. Aber müssen wir auf jeden Fall dann nach oben. Ich weiß, momentan lässt er uns da noch nicht, wieso auch immer. Aber das kriegen wir schon noch hin. Also erstmal konzentrieren wir uns hier drauf. Okay, das macht er nicht, weil wir da. Nee, ich habe gedacht, wir wären in der anderen Tube. Dass wir da drin glitschen, aber tun wir eigentlich gar nicht. Anyway.
So, hier nehmen wir ein bisschen mehr Abstand. Und zeigt also uns aus irgendeinem Grund das Kabel da an. Noch ein bisschen nach vorne. Ein Ticken nach unten. Wir können da auch noch ein bisschen nach da vorne gehen. Okay, das findet er wiederum okay. Können wir das aber auch hier hinten machen? Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden, oder? Nee, streng genommen lässt das uns. Dann bin ich damit mal okay. So, Kühlmittel, da... Warte, Grau hatten wir schon mal gesucht, das gab's nicht, ne? Grau wäre da eigentlich schon... Es würde eigentlich ganz gut reinpassen, aber weißt was, gehen wir dann mit Rot, wenn wir hier aus irgendeinem Grund ein rotes SATA-Kabel haben. Ich will immer noch auch die Connector selbst colorn können. Aus irgendeinem Grund geht das ja nur, wenn das schon vorgefertigt so ist. So. Und ne, beim Mainboard haben wir ja auch einen roten Akzent. Das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir gerade einfach mal bei dem Theme und schließen uns da an mit unserem Wasserkühlungsloop. Also müssen wir nur noch ein Betriebssystem installieren. Ich hoffe, ist da eine SSD drin? Nein. Moment, also so nicht. Nix damit, HDD. Ich hätte schwören können, ich hätte eine SSD da reingepackt. Augenscheinlich aber nicht. Das dürfte allerdings nicht so schwer sein, weil wir haben hier keine Custom-Wasserkühlung bei der Grafikkarte gemacht. Sprich, wir können einfach hier nachrüsten. Wenig. Packen wir einfach die rein, die sieht nicht so optimal aus, aber ist ja eh nicht zu sehen. Und ja, ich weiß, ich habe gerade vergessen, Grafikkarte einzubauen. Machen wir jetzt. So, Seitenteil. Und dann booten wir schon mal deutlich schneller. So, schauen wir natürlich, dass wir hier noch ein bisschen was rausholen aus dem System. Sieht soweit aber eigentlich schon mal ganz gut aus. Was hatten wir denn für Netzteil? Ich glaube, es waren 750 Watt, oder? Ja. Das waren 750 Watt Netzteil. So, CPU ist relativ kühl. GPU geht. Ist gar nicht so kühl. Und das wird jetzt natürlich nur noch wärmer. Aber das ist schon okay. Ein bisschen macht die ja noch mit. So. Zumindest in die mittleren 80er baue ich mich da eigentlich schon. Ah. Okay, scheinbar macht er das doch relativ gut mit. Vielleicht können wir uns auch noch ein bisschen vorantasten. 85, 86. Ja, nein. Oder auch nicht. Aber wir können gerade zumindest schon mal den RAM ein bisschen übertakten. Die CPU können wir, was weiß ich. Ja, können wir das zumindest mal probieren. Der ist auf 4000 normalerweise, aber mich würde natürlich interessieren, was wir da vielleicht noch rausholen können. Hier ist er bis 4266 gelistet und das müssten wir bei CL15 hinkriegen. CL15 ist Standard, okay. 4266, macht das unser Mainboard mit? Yep. Sehr gut. Das ist ein relativ schneller RAM-Riegel. Moment, da sind wir jetzt noch zu hoch ein bisschen. Gehen wir da auch nochmal schnell ein bisschen runter. Nein, das war zu wenig zu spät. Das ist noch ein bisschen runter. Habe ich ein bisschen zu viel wahrscheinlich gemacht.
Und da auch nochmal schnell. Immer noch. Jetzt bin ich ein bisschen surprised. Da sind wir ja eigentlich schon ein paar Megahertz runtergegangen. Hm. Ja, müssen wir vielleicht nochmal irgendwie, sagen wir hier nochmal. Und da nochmal. Jetzt haben wir ja schon durchaus was gemacht. Also wenn er jetzt immer noch Probleme macht, dann weiß ich auch nicht. So, 87, 89, 90. Hier warten wir erstmal da ein bisschen ab. Also bei der CPU geht auf jeden Fall noch etwas. Da sind wir erst bei 67 Grad. Das ist erstmal relativ unbedenklich. Stromverbrauch sind wir bei 440. Weiß nicht, steigt das noch viel? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Nee. Da dümpeln wir hier die ganze Zeit bei den 400ern rum. Sind also schon relativ effizient. Also klar, 4060 Ti hat jetzt auch nicht so super viel Power. Also natürlich kann ich auch nicht einen extremen Stromverbrauch haben. Gucken wir mal 4,7. Zumindest von den Temperaturen her müsste er das auch noch bestimmt mitmachen. Aber man weiß ja nie, CPU-Übertakten ist hier ja immer so ein bisschen weird, dass plötzlich bei 25 MHz, die man dazu macht, werden es plötzlich 20 Grad mehr, währenddessen bei der Grafikkarte du zum Teil irgendwie 30% übertakten kannst, ohne dass es irgendwie den juckt. Zum Beispiel hier sind wir jetzt deutlich wärmer geworden, obwohl wir jetzt nur noch mal 50 MHz draufgepackt haben. Könnte jetzt natürlich noch hingehen und könnte noch mehr machen, aber ich glaube, das passt erstmal so. Können wir mal gucken, was wir hier noch machen können, bevor wir crashen. Bei der Grafikkarte. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht super viel. Oder? Beim Speichertakt lässt er uns gerade aber schon ganz schön noch was machen. Machen wir einfach. Na toll! War doch nur 15 weitere. Wo ist denn da bitte das Problem? Das wüsste ich aber wirklich gern. So viel ist es doch jetzt auch nicht. Ob hier dann vielleicht bei den 10. Geht das oder geht das nicht? Gut aus. 92,4 Grad, das ist aber auch Leben am Limit. Da sind wir ganz ehrlich. So, lassen wir aber nebenbei gerade mal ein Ründchen 3D mal laufen, dann sehen wir ja, wo wir da so landen. Oh, ich habe immer noch nicht die Beleuchtung geändert. Ja gut, das können wir gleich noch tun. Ich meine, in der Theorie könnten wir auch hier noch was machen, ne? Systeme ist ja schon. Aber wir brauchen auf jeden Fall kein 1500 Watt Netzteil hier drin. Obwohl ich nicht weiß, ob ich bei dem Case bleiben würde. Wir haben ja noch ein paar andere schicke Cases. Aber wenn wir hier die Beleuchtung geändert haben, finde ich das, glaube ich, wirklich ganz cool. Ja, weißt du was? Ich glaube, wir machen damit was, aber nicht in dem Case. Ich glaube, wir gehen zum 220T. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also wir nehmen prinzipiell alles mit. Weil ich das Case in den Schrank stelle. Aber die Grafikkarte würde ich auch gerne verwenden für den Bild. Die 370 Noctua Edition. Haben wir hier irgendwas? Yes. So, haben wir unten noch das Netzteil. Und noch eine HDD, wie ich sehe.
Dann machen wir hier gerade nochmal zu. Und hier. Und natürlich. Huch, das ist. Oh, ich hab gar nicht gemerkt, dass das noch dreckig ist. Machen wir mal kurz sauber. Siehst aber auch bei dem Case gar nicht so krass. So. Was haben wir denn da rausgeholt? 12.295 Punkte. Ist eigentlich sehr okay und ist auch, finde ich, ja gut, CPU ist schon ein bisschen schwächer. Aber sonst ist das eigentlich ganz okay gebalanced, finde ich. Klar, RAM könnte man auch ein bisschen mehr haben. Ein RAM-Riegel ist nie so optimal. Aber für das, was wir hier haben, könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Nur das hier sieht kacke aus immer. Die Kabel da so drum liegen. Nee, aber so als PC kann man doch durchaus machen, ne? Kann man doch durchaus machen. Ist ganz schick. Ich mag das Case schon sehr. Es ist halt nur echt nicht günstig. Das ist so mein Main Gripe, den ich mit dem, also nicht nur mit dem Case, aber auch mit dem Hideaway 60 habe. Mit dem Hideaway 40 habe. Ja, naja. Können wir eigentlich noch mit einem Sticker versehen, damit auch alle glücklich sind. So, was packen wir denn da drauf? Den hier. Keine Ahnung. Stimmt, auf die Rückseite können wir nicht. Ja, naja. Oh, das sieht aber echt kacke aus. Irgendwas ein bisschen besseres zumindest. Eigentlich ein PC Building Simulator Logo. Vielleicht dann einfach Klassiker, good luck, have fun. Ja, why not? Kann man machen. So, sind wir mal gespannt, was wir hierfür kriegen. Das ist wieder mal super wenig. So, das ist auch einfach jetzt der Good Luck Have Fun. Und zwar für 2200. Ja, viel mehr geht nicht. Ja. Kriegen wir 2222 hin? Ja, sehr schön. Wenigstens das geht. So, hier würde ich einfach ein relativ Standardbild draus machen. Also jetzt nichts super kompliziertes. Das Mainboard hatten wir gerade verwendet. Ich glaube, das will ich auch gerade nochmal. Obwohl, ich kann natürlich auch hier mit dem B550 Board gehen. Nur mal ein bisschen schlichter und passt eigentlich ganz gut hier rein. So, CPU-mäßig können wir mit einem 3900X gerne gehen. Das fand ich schon ganz okay. So, dann hatten wir gesagt, dass wir mit einer SSD auf jeden Fall gehen. Dann können wir hier hinten auf jeden Fall mal wieder zwei Abdeckungen hinmachen. Denn wir nehmen ja nur eine 3070. War es nicht eine 3070? Ach, passt die hier nicht rein, oder was? 318 mm, ist das Case so? Ah. Jetzt schwören können, dass da ein bisschen längere Karten zumindest reinpassen. Ja, 300 gehen scheinbar noch. Wie knapp ist das denn? Hä, 318 gehen doch bestimmt auch. Wenn man hier vorne keine Front-Fans nimmt. Naja. Dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. Wir könnten auch hier ein SLI-System draus machen. Wasserkühlbar sind die meisten davon eh nicht.
Wir hätten 2 2080 Super. Why not? Why? Ernsthaft? Sag mir nicht, das Mainboard unterstützt kein SLI. Tut's das ernsthaft nicht? Das ist das B550N7, ne? Nur Crossfire. Ja, kann ja auch nichts machen. Denn wir haben keine AMD-GPUs da außer einer RX570. Okay, dann muss dieser PC wahrscheinlich irgendwann anders gebaut werden. Schade. Hätte ich eigentlich was ganz Cooles gern draus gemacht. Ich meine, wir können schon mal ein bisschen Hardware da parken. Das war, obwohl, wenn wir noch nicht wissen, was für eine Grafikkarte reinkommt, weiß ich auch nicht. Darum haben wir jetzt auch nichts mehr super Schickes da. Ich glaube, den parken wir erstmal. Wir sind für die etwas weiter entferntere Zukunft und können ihn dann verwenden für etwas. Aber so wissen wir ja schon mal zumindest, dass er existiert. Vielleicht gucken wir dann aber auch nochmal, dass wir ein paar mehr Lüfter haben, die nach irgendwas aussehen, weil dieses Case funktioniert ohne weitere Lüfter nicht besonders gut. Das ist ein Fakt. Das ist nicht so super vom Airflow, wenn wir nicht ein bisschen was durchforsten, weil ihr seht, es ist zwar theoretisch hier vorne perforiert, aber nicht besonders viel, was da an Metall fehlt. Aber okay, ich würde sagen, diesen PCs widmen wir uns dann nächsten Part. Der bleibt, wie gesagt, erstmal ein bisschen hier stehen. Also lasst mir natürlich gerne ein Like da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal nächsten Part, was die Leute von uns so wollen. Und kümmern uns dann natürlich auch um die PCs. Bis dann und ciao.